Ich begrüße Sie recht herzlich hier im ungarischen Parlament. Wir haben auch mit, mein Kollege wird das gleich austeilen, von Parlamenten deutschsprachige kleine Buch, wo man viel Information sehen kann. Können Sie das nachträglich vielleicht durchlesen? Also ich bin Emmerich Ritter, Parlamentsabgeordneter der Ungarndeutschen. Ich weiß nicht, wie viel Information haben Sie von ungarisches Parlament oder wie es funktioniert. Nur ganz kurz, in 2013 wurde die Wahlgesetz geändert und das hat die Möglichkeit gegeben für die in Ungarn lebenden Nationalitäten, dass sie Parlamentssprecher oder Parlamentabgeordnete in ungarisches Parlament wählen können. In 2004 ist es nur, so gesagt, Parlamentssprecher gelungen, weil das System war so neu und andere Probleme auch. Also alle 13 in Ungarn anerkannte Nationalitäten, so gesagt der historische Nationalitäten, die sind unsere von Nachbarländern Slowakien, Polen, Ukraine, Armenien, Slowenen, Kroaten, Serben, Bulgaren, Griechen, natürlich wir als Ungarndeutsche, die Romas und die Russinen sind noch die 13 Nationalitäten. Jede Nationalität hat einen Parlamentssprecher und die 13 Nationalitäten Parlamentssprecher gründen den Nationalitätenausschuss. Und als Ausschuss können wir Gesetzmodifizierungen eingeben. Wir können beim unsere Meinungen äußern und so weiter. Das haben wir im voriges 4 Jahr gemacht. Und dann dieses Jahr, im 8. April, ist es uns Ungarndeutschen gelungen, dass es haben sich über 33.000 Leute auf den deutschen Wahlliste registriert, dass sie gehören zu Ungarndeutschen und sie könnten ihre Stimme auf deutsche Wahlliste abgeben. Sie dürften dann auf Parteiliste nicht abstimmen, nur auf deutsche. Und eigentlich 22.000 Stimmen hätte ich gebraucht als Parlamentabgeordnete, aber über 24.000 Stimmen haben wir bekommen. Und so eigentlich ein historisches Erfolg, weil ungarisches Parlamentleben war es beispiellos, dass ein in Ungarn lebende Nationalität ein Parlamentabgeordneter schicken könnte in ungarisches Parlament. Ich bin unabhängig von allen Parteien und mit Stimmrecht und mit vollem Recht wie die alle anderen Parlamentsabgeordneten. Und da sieht man, dass es ist eine ganz andere Kategorie wie im voriges 4 Jahr als Parlamentssprecher. Man hat viel mehr politische Möglichkeiten. Ich bin jetzt schon auch im Wirtschafts- oder Finanzausschuss in 15 Leute drin. Ich bin auch Vorsitzender der Nationalitätenausschuss und gerade haben wir Sitzung gehabt und haben wir auch eine Gesetzmodifizierung endgültig abgestimmt und alle Fraktionen, alle Parlamentsausschüsse haben das zugestimmt und nächste Woche wird das angenommen vom Parlament. Es geht darum, dass die Nationalitätenpädagogen bekommen einen Nationalitätenzuschuss und das wird dreifach erhöht, von 10% auf 30%. Es hat vor 5 Jahren niemand gedacht, dass wir das erreichen, dass als Nationalitäten wir Gesetzmodifizierungen eingeben können und so
ganz deutlich gesagt, mehr oder weniger in unseren Hand unser Leben und unsere Zukunft bekommen. Was dabei in voriges vier Jahren ich sehr wichtig finde, strategisch ist es sehr wichtig, dass wir haben es erreicht, dass wir haben alle Modifizierungen immer so eingegeben, dass vorher haben wir mit alle Fraktionen so abgestimmt, dass jede unserer Modifizierungen wurden einstimmig angenommen von ungarisches Parlament. Also praktisch, sie haben von diesem politischen Streit, was sonst geht, und sehr harter politischer Streit, die Nationalitätenfragen rausgenommen. Und in Nationalitätenfragen, wenn wir was eingeben, Modifizierung, das nehmen Sie einstimmig an, dazu geben Sie keine weitere Modifizierung ein. Und das ist sehr wichtig, weil zum Beispiel die Pädagogenprogramm, das braucht Minimum 20, 25 Jahre. Ganz normal, in 20 Jahren kann 1, 2, 3, 4 politische Änderungen kommen bei der Regierung. Und wenn die früheren Ergebnisse nicht einstimmig angenommen sind, die neue Regierung wird alles wieder wegschieben und dann haben wir nichts erreicht, noch schlimmer, wie wenn wir überhaupt nichts angefangen hätten. Also es ist natürlich eine ganz neue Sache in Ungarn. Es war in vorigen 120 Jahren nie sowas gewesen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen so wie nach der Wende, damals als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, dass man hat eine Menge solche Sachen gemacht, was früher noch niemand. Und jetzt bin ich ein bisschen in gleicher Situation, weil ich bin so gesagt alleine Parlament Nationalitätenabgeordnete und man muss also in Gesetzen und so weiter ist Minimales geregelt. Also vieles läuft so, dass man muss einmal anfangen, das Weg machen und dann, das ist dann wie Gewohnheit, geht es so weiter. Zum Beispiel, wenn ich erstmal zum Gespräch gekommen bin im Parlament, dann vorher haben wir abgestimmt unter uns, dass wir werden alle jedes Mal, wenn wir zur Stimme gekommen, auf unsere Nationalitätensprache anfangen, Begrüßung machen, einige Sätze Deutsch, Polisch, Griechisch oder wie immer. Und dann Arbeitssprache ist dann natürlich Ungarisch und am Ende sagen wir wieder auf unserer Nationalitätssprache die Ende. Und das ist gegen dem Hausgesetz, aber es ist so gewöhnt heute schon. Aber ich will nicht mehr sagen, vielleicht wenn Sie Fragen haben oder was für Sie interessant ist, vielleicht nur so viel, weil das ist einfach zu merken, dass wir haben in diesen fünf Jahren erreicht, dass die in 2014 die Unterstützung für die 13 in Ungarn lebenden Nationalitäten, das war weniger als 4 Milliarden Forint. Das ist in Euro 440, ja so 130 Millionen Euro. Und das war schon 10, 12, 14 Jahre ungeändert gewesen. Und das haben wir in fünf Jahren mehr als vierfach erhöhen können, also auf über 16 Milliarden Forint. Also das bedeutet ungefähr schon so 500 Millionen Euro gesamt. So, ich denke, vor fünf Jahren war niemand in Ungarn gewesen, der das gedacht hätte, dass es machbar ist. Also ich bin sehr optimistisch, weil jetzt ist wirklich so, wenn wir was
gut vorbereiten, auf den Tisch tun. Das wird nach 2-3 Monaten vom ungarischen Parlament angenommen und nächstes Jahr sieht man das erneuerte ungarndeutsche Bildungshaus oder Theater oder ein Grundschule oder ein Kindergarten und so weiter. Und wir haben so viel gekämpft gegen den Wind und Sturm. Das ist jetzt ein ganz, ganz neues Lebensgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dazu muss ich noch kurz sagen, also wir bekommen nichts als Geschenk. Also nichts von dieser 12 Milliarden wurde auf den Tisch gelegt, das sollt ihr was machen damit. Man musste das natürlich alles vorbereiten, alles so aufmessen im Schulbereich und so weiter, dass ich habe mehr Daten in meinem Tisch gehabt wie die anderen Ministerien zusammen. Also man muss das schon gut vorbereiten und viel Arbeit reintun, aber wenn es vorbereitet ist und akzeptabel, dann wird es angenommen vom Parlament und kann man ganz schnell solche Ergebnisse erreichen, von was wir früher nur, kann ich sagen, ganz ruhig nur geträumt haben. Ich würde gerne eine Frage anschließen. Die anderen Parteien im Parlament, also Fidesz, Jobbik, ich weiß nicht, wer auf der Linken das Parlament besetzt, haben alle die gleiche positive Einstellung zu den Nationalitäten oder gibt es einige, die ihnen gewogener sind und andere, die ihnen weniger gewogen sind? Nein, ich habe darum gesagt, dass alle Modifizierungen hat die ganze Parlament angenommen. Also wir haben für mich war ein strategischer Schwerpunkt gewesen, dass erstmal, wenn wir zum Beispiel bei Haushaltsplan oder dann haben wir unsere Wünsche erstmal mit den verantwortlichen Ministerien fachlich abgestimmt. Und dann habe ich immer erstmal mit den Fraktionen, die in Opposition sind, abgestimmt, dass das wollen wir, gibt hier was drin, mit was du nicht leben kannst, oder hast du was dazu, was für dich unbedingt wichtig ist. Dazu gesagt, dass normal ist, wenn wir sagen, was für uns gut ist und nicht die Politiker. Und wenn wir das so abgestimmt haben, dann habe ich gefragt, dass okay, dann gehe ich zu Fidesz-KDNP oder zur Regierung. Wenn wir zu solchen Entscheidungen kommen, auf was wir sagen, es ist für uns gut, wir können damit weiterkommen, dann sollt ihr beim Parlament verfahren, dann keine Modifizierung dazu geben, sollt ihr nicht dagegen sein, sollt ihr nicht darauf lizitieren. Sollt ihr das bitte einstimmig annehmen. Und wenn ich mit allen Fraktionen von Opposition, früher war, in vorigen 4 Jahren war 3 Fraktionen in Opposition gewesen und es waren 5 unabhängige Parlamentsabgeordnete. Und jetzt sind 5 Fraktionen in Opposition und momentan auch 4 oder 5 unabhängige. Also die sind von einer oder anderen Fraktion ausgestiegen in vorigen Wochen oder Monaten und sind jetzt als Unabhängige. Und das hat so funktioniert, dass jede Fraktion, jede unsere Modifizierungen, nochmal gesagt, vorher schon so abgestimmt, dass wir haben nachher eingegeben zu Parlament offiziell, wenn alle gesagt haben vorher, okay, wir sind damit einverstanden. Natürlich, es bedeutet nicht, dass alles, was wir wollen, das geht ohne weiteres durch. Also zum Beispiel das Gesetz von Nationalitäten und Rechte, dort haben wir mehr als 2,5 Jahre daran gearbeitet und von 55 Punkten müssten wir so gut
über 20 rauslassen, weil wir sind nicht so weit gekommen wie dieser, dass alle Fraktionen und alle Ministerien gesagt haben, okay, wir stimmen das zu. Aber so haben wir auch mehr als 30 wichtige Punkte geändert. Und mit die weiteren haben wir nicht aufgegeben, aber dort brauchen wir weitere Zeit. Und das haben wir gerade auch heute eine Arbeitsgruppe gemacht, wo wir vornehmen, was wir im vorigen Dezember nicht eingeben könnten und was noch inzwischen dazu gekommen ist. Und versuchen wir eine zweite Runde damit gehen. Also es ist heutzutage schon ein bisschen einfacher, weil die in Ungarn lebenden Nationalitäten sind heute schon für die ungarische Politik und Parlament schon ein bisschen, kann man sagen, schon bekannt. Früher, wenn man im Parlament gesagt hat, Nationalitäten oder Minderheiten, das hat bedeutet, die ungarische Nationalität außen die Grenze. Aber dass in Ungarn auch Nationalitäten leben, dann wurde gesagt, ja, ihr lebt in Ungarn, ihr seid Ungare, warum ist das für euch nicht gut? Also zu dieser Einstellung, also ich kann sagen, dass ich alleine in vorigen 4 Jahren habe ich mehr in ungarisches Parlament von in Ungarn lebenden Nationalitäten gesprochen, als früher 25 Jahre lang alle Abgeordnete. Also einerseits die Politik, die ungarische Politik hat uns kennengelernt. Sie kennen schon mehr oder weniger unsere Ziele, unsere Probleme oder Aufgaben. Zweitens, sie haben das eingesehen, dass die 13 Nationalitäten sind wirklich Brücke und sehr für ganz Europa und sehr wichtig mit den Kontakten mit unseren Nachbarländern. Und das ist einfach ein riesiges Interesse für ungarische Politik, dass sie in Ungarn eine solche Innennationalitätenpolitik machen, was Grund geben kann für außen dem Ungarn lebende Nationalitäten. Sogar für die ungarische Nationalität auch, dass einige Rechte und Möglichkeiten gewünscht oder verlangt wird von unseren Nachbarn. Also es ist einmal, sie haben viel mehr Kenntnisse von uns, sie akzeptieren uns und sie haben auch ein sehr großes Interesse. Sie haben das gemerkt, dass es ist nicht unnötig, wenn die Kanzlerin hier war und dann geht eine Stunde oder anderthalb Stunden das Gespräch und dann, wenn sie nachher mich fragt, als Nicht-Politiker, sonst ein Nationalitätenabgeordneter, dass, ja, wie kann man das ernst nehmen, dann ist es nicht uninteressant, dass ich sage, okay, Sie können das schon ernst nehmen oder okay, es wurde gesagt, aber hat nichts zu tun mit der Wahrheit. Und das wissen die ungarischen Politiker auch. Und weil es gibt serbische Parlamentssprecher, kroatische, slowenische, polnische, ukrainische und so weiter, es sind sehr wichtige Kontakte. Also das ganze Milieu und damit das nach der Wahl jetzt von 8. April wurden die in Ungarn lebenden Nationalitäten außer den Grenzen die ungarische Nationalität und die Kirchen oder kirchliche Bereich zu Vizeministerpräsident als verantwortlicher Minister gegeben, also praktisch zu dem zweiten Mann in Ungarn. Und weil wir auf gleicher Stelle sind bei ihm, wenn er was sagt auf die ungarische Nationalität außen den Grenzen, das muss auch genauso gültig sein
für die in Ungarn lebenden Nationalitäten. Also wenn er sagt, es kann nicht Geldfrage sein, dass es sollen die kleinste ungarische Schule, Kindergarten auch weiterleben in Slowakien oder Rumänien oder Serbien, dann darf man natürlich kein kleiner Kindergarten oder Schule oder Grundschule in Ungarn für die Ungarndeutschen oder Serben zumachen, weil es wenig Kinder gibt vielleicht. Und das ist eine sehr große Änderung zu früheren Darstellungen. Du hattest eine Frage, ne? Würden Sie so freundlich sein, noch einmal den Satz wiederholen, den Viktor Orban über die Ungarndeutschen gesagt hat? Dieser eine Satz ist sehr, sehr deutlich. Er hat gesagt, dass wenn die Ungarndeutsche oder in Ungarn lebenden ausländische Leute alles mitgenommen hätten oder könnten beim Vertreibung, was sie in mehr als 200 Jahre für Ungarn gemacht haben, dann könnten sie den Parlamentsgebäude mitnehmen, der Architekt, der Herr Imre Steidl war ein Ungarndeutscher, könnte sie den großer Teil von ungarischer Literatur mitnehmen, zum Beispiel Franz Toldi und so weiter, und auch von Maschinenbau, von Medizin und Büchern, Bucherei, könnten die größte Teil mitnehmen, weil das haben fast ganze die Ungarndeutsche gemacht. Danke. Bitte. Und die sind... Und auch er hat gesagt, dass es war nicht eine Auslieferung gewesen, sonst Vertreibung, und einfach die Ungarndeutsche wurden ausgeraubt, wurden die Häuser und alles, was sie hatten, weggenommen. Das war ein ganz sauber Rauberei gewesen damals. Und das war für uns sehr wichtig, weil lange Zeit hat das ungarische Politik das nicht ausgesagt. Er hat das in 2016 am 19. Januar in Budaörs gesagt, in Kirche, wo sie morgen gehen. Dann war die 70. Jahrestag der Vertreibung und der Verschleppung der Ungarndeutschen, offizielle Regierungsgedenktag. Der 70. und dort hat er das gesagt. Und was dabei auch wichtig war, dass im Rahmen der offizielle Regierungsgedenktag war auch eine deutschsprachige Messe gewesen, voll drin. Und das war auch das erste Mal gewesen in Ungarn, dass im offiziellen Regierungsgedenktag voll eine ungarndeutsche Messe dabei war. Und das für uns Ungarndeutschen ist ein sehr wichtiges Thema, weil also Ungarndeutsch zu sein, das bedeutet dass auch, dass man Glaube hat. Und wir sind größtenteils katholisch, es gibt aber auch evangelisch und auch unter uns. Eine Frage zu Fidesz. Sie sind ja, glaube ich, persönlich Mitglied bei Fidesz. Nein, wissen Sie, nicht schlecht. Zeitungen schreiben, ich war früher Mitglied bei Fidesz. Mhm. In Budaörs, ich habe mich zweimal kandidiert als Bürgermeister, bei Bürgermeisterwahl. Und weil der laufende Bürgermeister ein Liberaler war, ich habe keine andere Wahl gehabt. Aber sonst bin ich ein katholisch-rechter Einstellung habe ich und das werde ich auch haben. Aber es stört mich nicht, dass für mich immer erster, zweiter, dritter Interesse die ungarndeutsche Interesse ist und alles kommt nachher. Mhm. Dankeschön. Klare Aussage. Noch einmal zur Vertreibung der Ungarndeutschen. In Budapest gibt es mindestens ein Denkmal, das daran erinnert.
Und ich habe im Internet gelesen, dass es in Ungarn ca. 20 Denkmäler gibt, die an die Vertreibung der Ungarndeutschen erinnert. Viel mehr. Ich denke Minimum. 300. Minimum mehr als 200. 200. Ich denke so ganz sicher Minimum 400. Mhm. Ja, es sind auch Statuen, Gedenkmale, es gab auch Tafeln. Was dazu sehr wichtig ist, dass also die in 2007 im November war, wenn ich mich gut erinnere, am 17. November war im Parlament erstmal, damals war die Kotolin Szili die Präsidentin vom Parlament. Sie hat erstmal ein Parlament-Gedenktag der Vertreibung der Ungarndeutschen organisiert und gemacht. Und dann in 2011 wurde 19. Januar als offizieller Regierungsgedenktag der Vertreibung und der Verschleppung der Ungarndeutschen gemacht. Darum 19. Januar, weil in 1946, 19. Januar in Budaörs, wohin sie morgen gehen, dort sind die ersten Waggone rausgegangen von Ungarn. Und dann in gut zwei Wochen wurden von Budaörs von 10.000 ungarndeutschen Einwohnern mehr als 8.000 vertrieben und natürlich von Nachbardörfern auch gleich. Budaörs war der größte ungarndeutsche Kleinstadt gewesen in Komitat Pest vor dem Zweiten Weltkrieg. Und der reichste auch, das muss man sagen, darum haben sie mit Vertreibung in Budaörs angefangen, weil die reichsten Leute waren in Budaörs. Wir haben sehr viel Pfirsich und Trauben im Winter auch aufgehalten und damit auf Markt in Wien oder in Budapest gegangen und viel Wein auch und deswegen in Budaörs war Zug, war ein kleiner Flughafen gewesen. Also wirklich, Budaörs war der reichste Kleinstadt, wie heute auch. Heute ist Budaörs auch in 5 reichsten Kleinstädte in Ungarn. Einfach, wir sind auf so gutem Platz. Also von Autobahn, Flug, Zug, alles Mögliche. Und zweitens, wir haben so schöne Außenstadt wie Budapest. Also das haben wenige Kleinstädte in Europa so schöne Vorstadt wie Budapest. Sagen wir von Budapest. In der Tat. Die Leute sind dann aus Sibirien gekommen. Ja, es war zwei große Tragödien gewesen in Ungarn. Eine war Verschleppung nach Russland, ein sogenannter Malenki-Robot, kleine Arbeit. Da wurden auch mehr als 100.000 Ungarndeutsche, mehr als 100.000 weggeschleppt. Und davon genaue Zeitzahlen weiß man nicht, aber ungefähr 35-40% sind gestorben in Russland. Und einige könnten nur nach 5-6 Jahren zurückkommen. Und gerade vorige Woche war Freitag auch eine Veranstaltung, wo 4 Bücher haben sie vorgestellt von Verschleppung der Ungarndeutschen nach Russland. Und man hat ein Historiker auch, er hat ganz neue Papiere gefunden von einem Leiter, einem Lager im Gulag. Und in dieser Lage haben sie 3.400 Leute in anderthalb Wochen hingeliefert von Ungarn. Und von 3.400 Leute in ersten 3 Monaten sind mehr als 2.000 gestorben. Mehr als 2.000. Sie haben bis den Tag und Nacht arbeiten ohne normales Essen, ohne Arzt, ohne alles. In 3 Monaten sind 60% gestorben von den verschleppten Leuten. Also
wahnsinnig. Sind die Vertriebenen in irgendeiner Form entschädigt worden? Die Vertriebenen nach Deutschland, Vertreibung. Also es ist so, dass einerseits, es wurde von ihnen alles weggenommen. Also ohne alles, trotzdem, dass sie Häuser, Pferde, Tiere, Grundstücke, alles hatten, wurde alles weggenommen. Und das ist, also im Januar, Februar, in minus 10, 15 Grad, gerade, ich habe gesagt, in Ulm habe ich jetzt auch ein Mann, ist zu mir gekommen, er ist unterwegs nach Deutschland geboren, im Waggon, in minus 10 oder minus 12 Grad, aber er hat das trotzdem durchgelebt. Aber im Waggon ist er geboren, von Ungarn, beim Sopron ungefähr, ist er geboren unterwegs. Und es ist darum, war es sehr schwer, weil wir sind Ungarndeutsche, aber diese Generation, der vertrieben wurde, war schon der 8. Generation, 7., 8., 9. Generation, von Anfang 18. Jahrhundert, also von 1715 bis 1725, schon 8. Generation. Also für uns ist Heimatland, wo wir geboren sind, schon 8 Generationen lang Ungarn. Und 80% von den Leuten haben sich mit Landwirtschaft beschäftigt, wo das Grundstück ihr Leben war. Also damals das Heimat wegnehmen, das war nicht so wie heute, dass, ja, ich gehe jetzt 2 Jahre, weiß ich, in Schwitzerland arbeiten oder ganz egal wo. Ja, das ist meine Entscheidung und wenn ich will, kann ich nach Hause gehen wieder. Aber wer hat denn die Häuser und den Besitz dann bekommen? Es wurden auch einerseits von Slowakien, Ungarn nach Ungarn vertrieben, auch von Rumänien und auch haben solche Leute auch von kommunistischer Partei und wie es damals war. Also meine Eltern waren auch einmal schon, ich lebte damals noch nicht natürlich, einmal schon im Zug gewesen und dann meine Mutti war mit meinem Bruder im 8. Monat. Und dann war eine junge Ärztin, sie hat gesagt, dass Tiere kann man nicht so liefern, nicht Leute. Und sie hat meine Eltern von Waggon runter und könnten sie nach Hause gehen. Aber inzwischen sind schon eingezogen Leute in Haus und im Stall hinten lebten sie bis Frühjahr. Aber dort war von den Russen Pferde so halb Meter Fäkalien, ja. Aber das war warm im Winter. Heizung haben sie dort nicht gehabt. Also das kann man nicht vorstellen. Also, es gab doch in der Regel hatte doch der Staat dann die Häuser und Grundstücke konfisziert. Nein, das kann man vergessen. Also damals war es so, dass wer was wollte, könnte einziehen und dann wir könnten später vielleicht zurückkaufen, unsere Häuser und Grundstücke und so weiter. Es gab doch Entschädigungsscheine nach der Wende. Ja, aber das kann man vergessen. Das war nichts, das überhaupt. Es war nur dafür genügend, dass ja, wir haben was getan, aber wir auch, meine ganze Familie, wir haben gesagt, wir beschäftigen wir damit überhaupt nichts mehr. Das macht nur Aufregung. Also größere Aufregung, wie es das Ganze bringt. So haben wir uns überhaupt nicht damit nachgegangen. Wir haben ja heute zum Glück keine Vertreibung der Ungarndeutschen mehr, aber wir haben jetzt eine Abwanderung der Ungarndeutschen innerhalb von Europa. Wie sehen Sie als Politiker das? Was kann die ungarische Politik, auch Sie, tun, damit die Ungarndeutschen bleiben und nicht abwandern?
hat er einerseits, wir wollen nicht, dass die Ungarn-Deutsche von Ungarn weggehen. Sogar wir, zum Beispiel diese heutige Gesetzänderung geht auch dafür, dass wir haben jetzt schon mehr als 100 deutsche Nationalitäten, Kindergarten und Grundschule übergenommen in Trägerschaft der deutschen Nationalitäten, Selbstverwaltungen. Aber es fehlen riesig viel deutsche Kindergärtnerinnen und Lehrerkräfte. Und leider, die größte Teil davon gehen nach Deutschland und Österreich oder Schweizerland. Dazu muss man sagen, dass in Deutschland und Österreich gibt es nur im Gymnasium Ausbildung für Kindergärtnerinnen. In Ungarn gibt es in Hochschule, in Universität. Und wer als ungarndeutsche Kindergärtnerin ihr Diplom bekommt, wird so abgefangen mit offenen Armen von Deutschland und Österreich angenommen, natürlich mit 3-, 4-fach oder 5-fach so viel Geld. Wir haben darum jetzt diesen Nationalitätenzuschuss erhöht, dass wir zeigen, dass für uns sind die Pädagogen wichtig, sollen sie nicht weggehen. Wir werden auch für Nationalitäten Kindergärtner in Ausbildung Stipendium geben. Von 1. September in alle 3 oder 4 Jahre, bis sie in der Universität lernen und dann auch 4 Jahre, bis sie anfangen mit Arbeit in einem deutschen Kindergarten. Aber sie müssen einen Vertrag unterschreiben, dass sie nach den 4 Jahren, 3 oder 4 Jahre Universität, 3 oder 4 Jahre in einem ungarndeutschen Kindergarten als ungarndeutsche Kindergärtnerin das Arbeit aufnehmen. Weil wir sind in 36. Stunde. Wir haben unsere Kindergarten und unsere Grundschulen, aber wir haben sehr wenig deutsche Arbeitskräfte, Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen. Und wenn wir das nicht schaffen, dass sie hier bleiben, in unserem deutschen Institut, dann können wir unsere Schule zurückgeben, dann sind wir schandlos. Wir sind daran, dass mit allen möglichen, mit Gehältern, mit Zuschüssen, mit Stipendium, mit Wohnungsmiete, Hilfe und so weiter erreichen, dass wir werden nie so viel, oder nicht nie, die Hoffnung stirbt am Ende, aber lange Zeit werden wir nicht in Lage sein, so viel zahlen wie in Deutschland oder in Österreich. Aber wenn Sie doch 50, 60, 80% mehr bekommen, dann denken Sie doch durch, das lasse ich meine Familie, Freunde zu Hause oder gehe ich weg. In diesem Fall sind wir in viel schlimmerer Situation wie die anderen Nationalitäten. Weil das ist kein Problem mit einem serbischen oder slowenischen oder rumänischen. Ja? Sie werden nicht als Deutschlehrer in Österreich oder Deutschland gehen. Aber gerade wir Ungarn-Deutsche, für uns ist das ein sehr großes Problem. Sehr große, aber nicht nur Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen. Gerade in Budapest, wenn Sie morgen im Heimatmuseum gehen, die Museumpädagogin, die auch deutsche, höchste, also perfekt Deutsch war, sie ist jetzt schon 3 oder 4 Jahre in Wien und für Migranten als Deutschlehrerin, Museologin, nicht Pädagogin. Als Museologin. Jochen. Ich habe 3 Fragen. Wir sind eben in der Geschichte gewesen, gerade in der Gegenwart. Bleiben wir noch mal kurz in der Gegenwart. Sie haben davon gesprochen, dass Sie bestimmte Wünsche haben, die Sie mit den anderen Nationalitäten zusammen vorbringen und die noch nicht durchgekommen sind. Gibt es Wünsche an den ungarischen Staat, an die ungarische Regierung, die für Sie wichtig wären? Gibt es vielleicht auch Wünsche an die deutsche Regierung in Bezug auf Förderung? Denn insgesamt scheint die Lage ja relativ gut zu sein, das Verhältnis zur ungarischen Mehrheitsbevölkerung, zu den anderen Nationalitäten. Aber wo sind die Wünsche, wo Sie sagen, da gäbe es doch noch Verbesserungsmöglichkeiten? Habe ich eine ganz einfache Antwort und ein bisschen komplizierte auch. Also in jedem Bereich.
muss man vieles noch ändern. Ich sage nur ein Beispiel, dass zum Beispiel die Wettbewerbbudget für Schulkinder, dass sie im Sommer oder irgendwann im Jahr in Nationalitäten Kinderlager gehen können, von uns nach Österreich oder Deutschland oder Südtirol oder weiß ich, für eine Woche. Das war die Budget vor 5 Jahren, 30 Millionen Forint. Das haben wir für 2019 auf 600 Millionen, 20-fach haben wir das erhöht. Normalerweise ist das ein riesiges Ergebnis, aber damals diese 30 Millionen Forint war pro Kind für 2 Eiskugeln das Geld gewesen. Also diese 20-fach erhöhte Budget, das ist auch objektiv, so 30-40% nur von der objektiv wichtigen Unterstützung, dass jeder Kind in seinem 8 Jahre in Grundschule nur einmal eine Woche in Deutschland, Österreich oder in Tirol geht für eine Woche Kinderlager. Also darum sage ich, dass wo wir das größte Fortschritt gemacht haben, und das ist kein ohne Zweifel, wir haben so viel bekommen, was sonst im anderen Teil nicht möglich war. Aber das ist immer nur ein Teil davon, was wir nötigen. Zum Minimum, dass jeder Kind nur einmal in 8 Jahren in Kinderlage gehen kann. Und das kann man eigentlich fast in allem Bereich sagen. Also wo wir schon momentan gut stehen, dass die Landesverwaltungen haben meiner Meinung nach schon ein ganz normales Budget zur Arbeit. Und wir haben jetzt die Institute in eigenem Hand bekommen, auch mit den Gebäuden und alles. Es bedeutet, dass weiterhin sind wir unsere Aufgabe, das Renovieren, Erweitern und so weiter. Dazu brauchen wir, das ist eine staatliche Aufgabe, dazu staatliche Unterstützung. Und für uns ist die, kann ich sagen, erste 10 Priorität unsere Kinder, Enkelkinder, also die Nationalitäten, Krippe, Kindergarten, Grundschule, Mittelschule. Es ist heute eindeutig, dass von Familie kann man schon oder können nur wenige Kinder jetzt Deutsch oder Serbisch oder Polisch oder irgendwie als Muttersprache von Hause mitbringen. Also wir brauchen solche Nationalitäten, Grippe, Kindergarten und Grundschule, wo sie schon ganz früh, wenn nicht erste, aber neben ungarische, den zweite Nationalitäten, Muttersprache bekommen. Und deswegen ist für uns vor allem anderes, die unsere Einrichtungen, Schulwesen, das Wichtigste. Die zweite Frage, die ich hatte, wäre zur Geschichte. Sie haben die Verschleppungen angesprochen, Sie haben die Vertreibung angesprochen. In dieser Woche wurde an den Aufstand 1956 in Ungarn erinnert. Wir haben hatten einen Bundespräsidenten, Richard von Weizsäcker, der den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung bezeichnet hat. War dieser Tag für die Ungarndeutschen, aber auch die Mehrheitsgesellschaft in Ungarn ein Tag der Befreiung? Hat er Freiheit gebracht? Wie würden Sie das aus ungarndeutscher und ungarischer Sicht beschreiben? Also ich denke, dass für uns, für die Ungarndeutsche, Verschleppung und Vertreibung, die sind zwei die größten Tragödien, das hat alles gebrochen in Ungarn, für uns, nicht nur für uns, für Ungarn auch, weil Ungarn war damit genauso ein Verlierer, weil die beste Arbeitskräfte hat Ungarn verloren mit der Vertreibung, das muss man sagen. 56, das ist, ich denke, für alle Ungarn ein sehr wichtiger Tag oder Jahr.
Revolution und gegen kommunistische Regierung. Das ist meiner Meinung nach für alle Ungarn und in Ungarn lebende Nationalitäten auch. Russen gibt es noch nicht. Aber sie haben eingereicht ihre Stimme. Und was für uns jetzt, ich denke, die 70. Jahrestag der Vertreibung, Verschleppung hat diese Tragödie auf seinen historischen Platz gelegt. Ungarische Regierung, Parlament hat sich entschuldigt. Und ich denke, alle Leute können jetzt schon, wir nicht unter uns sind, in Ruhe, also ruhen in Frieden. Und die wenigen, die unter uns sind, auch normal, weiterhin normal leben. Für uns ist jetzt schon wichtig die Einsiedlung in Ungarn. Es wird jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr für die meisten Ungarndeutschen die 300-jährige Jubiläum sein, dass unsere Ahnen reingekommen sind. Davon sprechen, was haben wir 300 Jahre lang für Ungarn gemacht. Und in unsere Kinder, Enkel, Kinder auch damit ihre Identität, deutsche Identität stärken, für sie die ungarische, neben ungarische Sprache, die deutsche Sprache als Muttersprache zurückgeben und weiternehmen unsere Kultur und Tradition. Und muss ich sagen, es ist eine große Differenz. Also was in was diese Kultur, was bei den Ungarndeutschen ist, das findet man heute in Deutschland nicht. Also wir leben 300 Jahre hier. Und natürlich, wie in Budaörs sind auch sehr viele deutsche Firmen und sehr viele Deutsche leben dort. Sie haben ein Buch zusammengestellt, sie treffen sich jeden Monat einmal. Und dann, ich habe das Buch einmal für meine Mutter gezeigt und hat sie gesagt, die sind nicht unsere Lieder, was willst du damit? Weil in Budaörs, in Kirche oder sonst auch, wir singen ganz andere Lieder. Und ich denke, wir sind in 36. Stunde, aber jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit, wenn wir gut leben mit unseren Möglichkeiten, dann haben wir Chance, dass die Ungarndeutschen als Ungarndeutsche weiterleben in Ungarn, als Ungarndeutsche. Weil, muss ich sagen, hier auch im Parlament, wenn ihr mit den Abgeordneten spricht, dann zweiter Satz ist von jedem, ja, mein Oma oder mein Opa, ja, sie waren Ungarndeutsche noch, sie haben noch den Tracht gehabt zu Hause und so weiter. Ja, und was bist du dann? Naja, ich habe schon nicht mehr Deutsch gelernt und nicht gehört zu Hause und ja, ich kann schon nicht. Aber du stammst auch von den Ungarndeutschen. Und dann denken sie nach, das wirklich. Ja. Deswegen, weil sie wegen einiger, es hat schon seinen Grund gehabt, warum. Viele haben die Sprache verloren, aber sie sind noch Ungarndeutsche und sehr oft mit den Kindern im Schule oder Kindergarten lernen die Eltern wieder Deutsch. Sie haben die Frage ganz ausführlich beantwortet in Bezug auf die Ungarndeutschen. Wie sieht die ungarische Mehrheitsbevölkerung das oder wie wird es politisch gesehen? Ist 1945 der 8. Mai Kriegsende, war es eine Befreiung oder eine neue Okkupation? Wie würden Sie das für die Gesamtgesellschaft sehen? Natürlich, es war eine Befreiung, Ende des Krieges. Aber das ist, ich denke, dass in Ungarn 1848 oder 1956, die sind die zwei Nationalitäten, Feiertage, was die zwei größten sind, es ist keine Frage. Und für uns, für die Ungarndeutschen, wie ich gesagt habe, also Einsiedlung, Vertreibung, Verschleppung. Und ich denke, dass von 216 müssen wir unser Leben weiterhin
mit den neuen Möglichkeiten anders organisieren und mit voller Kraft und Zeit auf unsere Kinder und Enkelkinder konzentrieren. Das ist das einzige Weg, was wir machen können. Könnte man das Jubiläum zum Anlass nehmen, um vielleicht gerade in Richtung Vertreibung mal versuchen, die Archive zu lüften und auch zu sehen, wer hat die Vertreibung angeordnet, was ist da im Einzelnen passiert? Denn ich habe mich für Rumänien schon mit diesen Dokumenten beschäftigt und das müsste doch in Ungarn jetzt auch noch. Es war auch, also die von Vertreibung nach der Wende, fast nach 2-3 Jahren von Vertreibung könnte man schon sprechen. Und es waren bei 50. Jahrestag schon in ganz Ungarn verschiedene hunderte Veranstaltungen gewesen. Wie ich gesagt habe, mehr hunderte Statuen aufgestellt, sehr viele Bücher, Filme und so weiter gemacht. In 2007 war Parlamentsgedenktag und sehr viele Historiker haben sich damit beschäftigt und so weiter. Verschleppung nach Russland, das war viel schlimmer. Dort war der erste Parlamentsgedenktag nur am 2015 im Februar, vor 3,5 Jahren nur, aber dann 2 Gedenktage. Gedenkjahre und es war ziemlich viel Geld auch für Historiker, für Buchausgaben, für Statuen und so weiter. Also es wurde in den letzten 3-4 Jahren bei diesem Bereich sehr viel getan. Wir sind jetzt dabei, die Landesverwaltung der Ungarn-Deutsche hat einen Beschluss gebracht, dass wir werden in Budaörs, wo sie morgen gehen, neben Heimatmuseum haben wir voriges Jahr 2 Grundstücke, die Nachbargrundstücke gekauft. Nächstes Jahr wollen wir die Pläne machen und wollen wir ein ständige Landesausstellung machen für Vertreibung, Verschleppung der Ungarndeutschen. Dort wollen wir sammeln alle Materialien, was Anfang im Terrorhaus war, eine große Ausstellung bei 60. Jahrestag der Vertreibung. Und wir wollen alle Bücher, alle Filme, alle Videos, alle Reporten und einiges auch physisch auch sammeln von ganzem Land. Auch von kleinsten ungarndeutschen Dörfern, dass einige Familien dort wegziehen oder sterben, und vielleicht die Kinder finden das nicht so wichtig. Also dass es soll nicht in Vergangenheit oder verloren gehen. Und das wäre dann ein Landesausstellung, auch für die nachkommende Generationen, auch für die Historiker, auch wer einfach nur sich interessiert für dieses Thema. Und ich hoffe, dass wir das nächste Jahr, jetzt haben wir die Grundstücke dazu, nächstes Jahr die Pläne, und ich denke, dass in 2021, 2022 können wir das fertig machen. Haben die Forschungsergebnisse während von der ungarischen Geschichtsschreibung wahrgenommen? Hat das Folgen für die ungarische Geschichtsschreibung? Die Ergebnisse über die Forschung, über die Vertreibung? Ich denke schon, wo wir noch sehr wenig erreicht haben, dass in die Schulmaterialien, auch erstmal in Historie natürlich, auch von Vertreibung und von Verschleppung auch, also eindeutige, klare Aussage für die Kinder reingetan wird. Also ich denke, dass die Historiker, die Politiker und so weiter, es wurde schon die Wahrheit ausgesagt und ausgegeben. Aber bei den Lehrmaterialien haben sie das noch nicht durchgeführt. Und das wird sehr wichtig sein. Deswegen haben wir gemacht,
zum Beispiel bei Verschleppung Ausstellungen. Wir haben einen Zug eingerichtet und das haben wir in fast 20 Kleinstädte, Dörfer in Ungarn hingeschleppt mit Waggon. Und dann haben wir nur in dieser Region Komitat Pest mehr als 2500 ungarndeutsche Grundschulkinder wurden Tag nach Tag eingeladen. Haben wir den in Waggonausstellung, im Heimatmuseum. Es wurde so einmaliges Historiestunde für die Kinder gemacht und so weiter, dass sie diese historische Tragödie kennenlernen und Interesse bekommen, ein bisschen nachzuschauen, nachzulesen und so weiter. Ja. Ich möchte noch mal nachfragen. Eigentlich, als die Sowjets kamen, Sie sagten, das wäre der Tag der Befreiung, als die Nazis weg waren, war es doch genau dasselbe, es ging noch so weiter, wurden die Leute alle verschleppt. Ja. Ich sage darum, dass für uns ist es ja, Befreiung, aber es ist kein Nationalitäten oder kein Nationalfeiertag. Oder, okay, Ungarn wurde vom Krieg eigentlich freigemacht, aber dann sind noch schlimme Jahre gekommen, wie es im Krieg war. Also, wir waren nachher 50 Jahre gefangen geworden eigentlich von den Russen. Also für uns war es kein solcher Befreiungstag, dass ja, es sind jetzt, wie es war beim Wende. Also wir sind rausgegangen, sind wir frei geworden. Aber beim Zweiten Weltkrieg, Krieg ist weggegangen und sind die Russen hier geblieben. Der frühere Bundespräsident Weizsäcker musste ja auch Zeit seines Lebens das Schicksal ertragen, immer unvollständig zitiert zu werden an einer wichtigen Stelle. Er hat nicht gesagt, es war ein Tag der Befreiung. Er hat gesagt, es war der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, Komma, und jetzt sinngemäß, und im Osten hat nur die Farbe der Diktatur gewechselt. So. Also es war natürlich die Befreiung vom Nationalsozialismus, aber es ging nicht einher mit Freiheit, weil die Farbe der Diktatur in Osteuropa dann plötzlich nur eine andere war. So, das war für uns gesagt, eine solche Befreiung, was kein freier Tag hatte. Kein freier Tag hatte. Also. Und es ist so, dass leider, wie ich sehe, und das ist auch ein großes Problem, dass in Westeuropa, wo dieser Kommunismus Jahrzehnte nicht war, denken die Leute, wie wenn es nichts war oder nur ein, ja, so Kleinigkeit. Also das war in vielen Bereichen, kann man fast sagen, schlimmer wie ein Krieg. Weil ein Krieg ist, ja, schießt man eine andere Seite, riesige Tragödie, aber dass diese physische, psychische Terror, alles, was in diesen Jahrzehnten war, und dann jetzt wird gesagt, ja, Marx bekommt eine Statue und dann, also unglaublich, unglaublich. Ja. Jochen, du hast das letzte Wort, danach schaue ich mal in die Runde und auf die Uhr. Gerade wenn es um kontroverse Persönlichkeiten, in dem Fall Marx in Trier geht. Wir haben hier ja auch eine Statue in der Nähe des Parlaments, nämlich die von Imre Nagy. An dieser Person scheiden sich ja offensichtlich auch die Geister. Er war Kommunist, war auch schon aktiv in der Politik während der Vertreibung der Ungarndeutschen. Jetzt als Vertreter der Ungarndeutschen, können Sie sagen, welche Rolle hatte er bei dieser Vertreibung und wie kann er aus Sicht Ihrer Nationalität, aus Sicht der Ungarndeutschen, vielleicht zusätzlich bewertet werden zu dem, was allgemein in der ungarischen Gesellschaft gilt? Er war der Innenminister bei Vertreibung, so einfach. Also man muss nichts mehr sagen. Ich denke, dass in dieser Zeit waren kein schwarze oder weiße Politiker. Also diese Politiker auch, welche inzwischen einige Änderungen gemacht haben und Positives auch, die waren auch von dieser kommunistischen Gruppe
Nur Sie sind schnelle, haben schnelle versucht, irgendeine Änderung machen, haben vielleicht einiges Gutes gemacht, aber was Sie früher gemacht haben, das ist weiterhin schwarz. Und man muss sagen, in einem solchen Zeitraum gibt es keinen weißen Politiker. Warum? Wer nur Gutes gemacht hat. Warum soll das denken? Weil wer so wäre, der wäre kein Politiker damals. Der hätte keine Möglichkeit bekommen. Was soll mit dem Denkmal geschehen von dem Arsch? Werden unsere kluge Politiker und Parteien schon entscheiden. Ich denke, dass, und darum habe ich gesagt, dass die mehrsten Statuen, Straßenname, Platzname und so weiter, welche vor dem Kommunismus schon standen in Budapest oder im Land, die wurden nachträglich nicht geändert, außer den kommunistischen Zeit. Und natürlich, es werden solche Leute geben, und nicht nur Nadim Rajev, später, sie bei Wende waren auch solche Leute natürlich, von Pozhgai und viele andere, dass sie haben sehr vieles gemacht, dass diese Wende kommen könnte und zustande gekommen ist, aber sie haben ein früheres Leben auch gehabt. Und sie wurden deswegen, weil sie einiges Gutes, kleines oder größeres gemacht haben, haben sie ihre Vorleben nicht verloren, was sie damals gemacht haben. Also man muss damit leben, dass, okay, was sie Positives gemacht haben, das müssen wir aussagen, aber was sie Negatives gemacht haben, muss man auch. Und das gehört auch zu ihnen. Aber man soll nicht dann ein weißer Mann machen von einem solchen, wer in einer solchen Periode von links bis rechts, von Schlimmes bis Gutes, alles war in seinem Leben. Vielen herzlichen Dank. Du kannst die Frage bilateral gleich noch stellen. Ich wollte gar keine Frage stellen. Ich wollte sagen, glückliches Ungarn. Ja. Der Staat Ungarn hat sich für die Vertreibung entschuldigt. Genau. Wir Heimatvertriebene aus Ostpreußen, Westpreußen, Schlesien und so weiter warten im Grunde genommen immer noch darauf, dass Polen und Russland sich bei uns Vertriebenen entschuldigt und entsprechende Maßnahmen ergreift. Dankeschön. Vielen Dank, Roswitha. Ich hoffe, wir kommen noch so weit. Ich muss nur einen Satz in Fuhren, war voriges Jahr 20 Jahre. Die deutsche Teil von Fuhren, das ist die Federische Union der Nationalitäten in Europa. Und dann waren wir auch bei Kanzlerin in Berlin und dann war eine Konferenz. Und dann war ein Gespräch, war ein Ungarn-Deutscher von Polen, ein Deutscher von Polen und war ein von Polen ein Professor, aber er hat davon gesprochen, dass was ist mit der polischen Nationalität in Lettland. Und sie haben fast die gleiche gesagt. In Litauen. Sie haben das gleiche gesagt. Und dann nur, was die Polen gemacht haben mit den Deutschen, Silesien, das gleiche macht Litauen mit den Polen in Litauen. Aber das ist unglaublich von Politik, dass, was ich ganz Normalität nehme, außen die Grenze, das ist nicht die Normalität innen, das Grenze. Aber die Litauer haben die Polen nicht umgebracht. Ich sage nicht, dass sie haben alles gleich gemacht, aber heutzutage und für die letzten Jahrzehnte ist noch immer, haben die Deutschen in Silesien auch viel zu weinen, was passiert, und genau die Polen auch in Litauen. Aber man soll ja nicht aufrechnen. Nein. Also ich muss sagen, dass wirklich Ungarn hat riesige Schritte gemacht, und ich sage nicht nur die Regierung, die ungarische Politik, also ganze Parlament,
und auch die Parteien von Opposition in diesem Bereich. Und dass sie nehmen jetzt schon auf gleicher Stelle die Nationalitäten in Ungarn und die Nationalitäten, die Ungarn außen dem Grenze. Und das sollte jeder Land, jede Stadt, jede Regierung einmal so weit kommen. Und ja, ich sage für uns in Ungarn, ich sage nochmal, in jedem Bereich sollte man noch viel verbessern und wir haben kein Geschenk bekommen. Aber dass eine riesige Änderung und für uns positive Änderung war in den letzten 6, 7 Jahren, das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Ja, vielen Dank. Unser Bus wartet, deswegen schaue ich ein bisschen auf die Uhr. Also könnte man noch stundenlang schwätzen dürfen. In diesem Dank beziehe ich auch ein, dass Sie und Herr Golloy uns in der Vorbereitung sehr geholfen haben. Wir haben ja einige Male telefoniert und hin und her geschrieben. Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg in diesem wunderschönen Parlament. Danke sehr.